Für mich sehr interessante Rolle, weil die Königin Elisabeth ist eine sehr starke Person, eine sehr starke Frau, weil sie zwischen der Liebe zu Don Carlo und zwischen Frieden des Volkes wählen muss und sie opfert sich sozusagen für das Volk. Und das ist eine sehr schwierige Entscheidung für sie, weil sie Don Carlo sehr, sehr, sehr liebt. Und wir müssen ja auch heute in unserem Leben Entscheidungen treffen, vielleicht nicht für das Volk, aber vielleicht was Liebe betrifft, ist es auch sehr aktuell und es ist sehr intensiv. Also das Spiel muss sehr intensiv sein und ich finde, dass diese wunderbare, sehr starke Musik von Giuseppe Verdi sehr, sehr hilft dabei. Das unterstützt diese Stimmung. Die Stimmung auf der Bühne, ja. Und wenn du jetzt nicht auf der Bühne präsent bist, sondern du übst für diese Rolle, was hilft dir dabei, dich da so reinzuversetzen? Ja, wie gesagt, es ist sehr aktuell. Also diese Gefühle, Liebe, diese Wahl zwischen verschiedenen Sachen im Leben, zum Beispiel, ich muss wählen, ob ich die Batti singe oder nicht, oder gleichzeitig zwei. Es ist sehr aktuell und man übt sich in dem Leben. Also das übt sich wirklich automatisch. Hast du im privaten Leben dann gerade so einen Entscheidungsmoment, wo du zwischen zwei Möglichkeiten wählen müsstest? Ich habe schon mich entschieden. Ich singe direkt nach der, also ich fange an mit den Proben, direkt nach der Premiere in einer Woche in Belgien singe ich Tatjana, Eugen und Jeden. Und das ist eine völlig andere Partie und auch sehr interessant auf meine Muttersprache, auf Russisch. Das hilft mir natürlich, also die Charakter von Tatjana besser zu verstehen. Aber ich kann auch Italienisch, deswegen geht es mir auch sehr gut mit Elisabeth. Schön. Und wenn du jetzt, oder du sagst ja, du bist auf vielen Bühnen auch zu Hause, was bedeutet so Cottbus am Staatstheater für dich persönlich? Das ist, also ich fühle mich sehr wohl hier. Es ist eine sehr nette Atmosphäre, sehr nette Kollegen hier, der Regisseur, der Dirigent, alle. Sie helfen mir, unterstützen mich, weil ich Gast bin und das ist sehr wichtig, diese Unterstützung zu fühlen. Ich fühle mich ganz wohl und diese wunderschöne Bühne. Ich finde das Haus auch sehr schön, also ein bisschen nur in der alten Stilistik sehr schön. Atmosphäre ist auch sehr wichtig. Das ist richtig. Wie das Kostüm auch. Ja, sehr schön übrigens. Danke. Und wie lange hast du jetzt tätig, in diese Rolle einzufinden oder bist du generell jetzt hier im Staatstheater? Nein, also ich hatte relativ viel Zeit, ich hatte fast ein halbes Jahr und das ist ganz gut. Ich habe natürlich erstmal Musik einstudiert und dann liest man über die Epoche ein bisschen und beschäftigt man sich mit dieser Zeit. Und, ja.
Und ich hatte relativ viel Zeit, mich vorzubereiten. Okay. Und bist du irgendwie an Berührungspunkte gekommen? Oder gibt es eine spezielle Herausforderung in dieser Inszenierung? Für mich? Ja. Nein, also ich fühle mich wirklich sehr wohl in dieser Rolle. Das war irgendwie, ich hatte nie das Problem, dass ich irgendwas rausfinden musste. Das war für Anfang alles sehr natürlich. Und mit dem Regisseur bin ich auch sehr gut, also wir verstehen uns sehr gut und er lässt auch spielen. Er sagt nicht, du musst das und das machen. Wenn er sieht, du gehst in die richtige Richtung, dann lässt er dich spielen und das mag ich sehr gerne, diese Arbeitsweise. Zu arbeiten, weil ich mag das auch selber, diesen Weg zu finden. Nicht alles für mich vorgeschrieben zu bekommen, sondern sich noch mit einzubringen. Genau. Und jetzt am Samstag ist dann die Premiere. Ja. Wie bereitest du dich speziell davor? Oder bist du aufgeregt? Ja, natürlich bin ich ein bisschen aufgeregt, aber positiv, wie gesagt, wir haben jetzt wirklich sehr spannende Woche und sehr schwierige Woche, körperlich das alles durchzuschaffen, diese Endproben, das ist ein bisschen kompliziert, aber wir haben ja einen freien Tag vor der Premiere und dann kommt man ein bisschen zur Ruhe. Ich freue mich darauf, wirklich. Und hast du familiäre Unterstützung hier jetzt in Krakau? Meine Eltern sind in Moskau, sie leben in Moskau ein bisschen weit, aber sie kommen, sie wollen zur zweiten Vorstellung kommen. Am 26. April. Ja. Sie unterstützen mich sehr, ja. Super. Ich danke dir für die Zeit, für das Interview. Dankeschön. Und gönne dir noch eine entspannte Pause. Ja, danke. Auf die Bühne. Genau. Dankeschön.